Eine virtuelle und physische CERP. Wir treffen uns dort wieder, wo wir am Freitag begonnen haben mit dem symbolischen Baumstellen hier bei uns im Ort in einem wunderschön geschmückten Kerbeort. Wir hatten gestern Abend, nachdem wir zwei Livebands erleben durften, einen mega und phänomenalen Auftritt der Kloppenheimer Kerbegesellschaft mit der Playback-Show. Wenn ihr nicht eingeschaltet habt, kann ich an der Stelle sagen, ihr habt etwas verpasst. Und ob ihr das überhaupt dann nochmal so zu sehen bekommt, das können wir heute noch nicht sagen. Aber warum haben wir uns jetzt als Überraschung hier getroffen in Kloppenheim in der Ortsmitte? Weil es gute Tradition ist, dass jemand in Kloppen auch mal in den Bach gelegt hat. Und ich freue mich, dass wir einen Programmpunkt quasi mit Einhaltung von Corona-Hygieneverordnung weit unter 50 mit einem Exekutivkommando quasi hier ausüben können. Und ich würde jetzt für den folgenden Programmpunkt an unseren Großmeister des Brauchtums Karl-Jürgen Ruf übergeben. Und lieber Kalli, komm doch mal zu uns und erzähle dem virtuellen Publikum, was wir jetzt vollziehen werden. Jedes Jahr selber mit dem Ding. Das wird mal nicht drücken. Ich begrüße euch zur 11. Tunke der Globe. In diesem Jahr halten wir zum 389. Mal CERP. Der Ortsvereinsring besteht seit 64 Jahren. Die CERP-Gesellschaft seit wie viel Jahr, wisst ihr es? Ich sag's euch, 39. Weil ich erste feste Bierausgabe habe, wie mein Sohn auf die Welt kam vor dieser Zeit. Die Tunke heute zum 11. Male und die Globe bestehen seit 16 Jahren. Und die CERP würde heute hier zum 19. Mal im Ort gehalten werden. 93 Kloppennummer sind seit 2006 hier im Dorfbrunnen getunkt worden. Und die Geschichte vom Ort lasse ich heute weg. Auch wie das Ganze entstanden ist. Wenn alles wieder normal läuft, haben wir die Zeit dafür und dann auch genügend Zeit, die wir uns nehmen, um das alles wieder zu erklären. Danke möchte ich aber trotzdem sagen, und zwar dem Heimatverein, das will ich nicht vergessen, und auch deinem Vater, dem Dieter, für die Pflege von unserem Dorfbrunnen und dem Becken. Dann möchte ich auch vor allen Dingen erst einmal die Leute alle begrüßen, die ich ganz einfach heute Abend hier wieder eingefunden habe, heute Abend, heute Mittag. Ja, unsere Notarin, unseren Peter und unseren Erhard, die ganz einfach immer, jedes Jahr und das zum 11. Mal hier diese Tunke vollführen. Und ihr wisst, wie das ist, außergewöhnliche Situationen erfordern halt eben außergewöhnliche Maßnahmen. Ich war lange noch bei der Feuerwehr und kann euch das bestätigen. Und wenn die Sterne vom Himmel fallen, die Kloppenheimer CERP wird doch gehalten. Das stand im Grußwort von unserem Kerbevater, dem Martin Kunstmann. Jetzt freut sich jeder Kloppenheimer, wer ist es, wo kommt er her und was möchte er bei uns? Ja, ich habe es im Kerbeheftchen gelesen, ich war ganz überrascht, dass es so tolle Kerne gibt. Ja. So, der Martin Kunstmann mit Taufname stammt aus Bierstadt. Und zwar in der Bayernstraße ist er zu Hause. Für die, die es nicht wissen, das ist oben hinter der Fichte. Weil ich komme nämlich auch aus, oder ich wohne in Bierstadt, wollen wir so sagen. Ja, ich wohne in Bierstadt. Nach Kloppenheim kam er vor längerem, als beim Kosman Erich und beim Sven, in der Landwirtschaft und lernte Traktor fahren und vieles mehr. Daran entstand die Liebe, die er zu seinem Beruf machte. Bei meinem Freund, dem Roland Herbert und seinem Sohn Gerd, lernte er den Beruf des Landwirts, den er vor kurzem abschloss. Stimmt das? Guck mal, was ich alles war, den kenne ich gar nicht, gell? Das ist komisch, gell? Das ist schon ganz am Anfang, ja, so. In absehbarer Zukunft will er Agrarwissenschaften studieren, zur CERP-Gesellschaft, bist du vor ein paar Jahren gestoßen und das hat dich begeistert, oder? Total. Gut. Darum bist du dieses Jahr auch unser CERP-Vater geworden. Hobbys hast du auch. In St. Birgit, in Bierstadt, bei uns in der katholischen Kirche, bist du engagiert. Ja? Fahrrad fährst du gern, warst sogar hier der Letzte mit dem Fahrrad vor kurzem in Österreich. Ich habe das auch mal gemacht, ich habe das Fahrrad in der Bahn stehen, wie wir ausgestiegen sind, weil wir beide fit, sage ich dir. Traktor fährst du auch ganz gern.
Und dein größtes Hobby, habe ich gehört, wohnt in der Hubgas. Die Hubgas, das ist da unten. Das ist die Hässlocher Straße. Stimmt das? Und die würde Mölle heißen, zwar Julia. Kann das sein? Ach so, das ist sie. Ah. Ich gratuliere jetzt schon zu deiner Schwiegermutter. Gabi ist auch eine Freundin von mir. Du weißt, wer einmal Kloppenheimer Wasser getrunken hat, den lässt Kloppen um nicht mehr los. Wir, die Globe, sind der Meinung, dich in diesem so schwierigen Jahr zu trunken. So, und jetzt würde ich sagen, du bist gemeint, du bist aber so nett und setzt deinen Kapp ab und ziehst die Jacke aus. Und wenn es geht, vielleicht die Scherbe. Weil alles ist soweit in Ordnung, aber das wollen wir schon ein ganz klein bisschen. Okay, weil. Ja. Ja. Du kannst auch die Hose ausziehen, wenn du willst. Ja, also, das liegt jetzt an deiner Mitstreiterin, ob die das gern hätte oder nicht. Ach, okay, ich schmeiß mich da raus. Nee, wir machen das mal so. Gut. Ich begrüße dich als echte Kloppnummer und zwar bist du die Nummer 94 und als äußeres Zeichen bekommst du ein T-Shirt. Das war 1915 war das übrig geblieben, das haben wir gerade ein bisschen umgedrückt. Und die Urkunde reichen wir noch. Jeder, Hand hoch. Ja. Weiter geht's, ja? Werbung, ja. Wir schalten um zur Werbung. Sag mal, gut, hast du mal eine Hand gemalt, das erste Mal, gell? So, das war alles so kurzfristig, sonst hätte ich mir eins vorgelesen. Ich hatte noch eins von 15, da haben wir die 15 gestrichen, da haben wir 20 gemacht. Ja, genau, das ist einmalig, das wird irgendwann nochmal Seltenheitswert haben. Ja. Ja? Wie gesagt, Eurokunde reichen mir nach. Ja, genau. So. Oder Kellhofhaus geht auch. So, jetzt. Ja, hier. Das Laster, ja. Habe immer manchmal tolle Ideen. Es war auch toll, dass ich heute Morgen um 12 Uhr gesagt bekommen habe, wir tun heute Mittag der Martin. Ja? Martin. 12 Uhr wusste ich noch gar nicht, wer du bist. Aber es ist schön, wenn man dann sowas erzählen kann. Ja? Das ist halt eben kloppen. Und es möchte es auch eben im Endeffekt aus, kloppen nur mehr zu sein. Das ist ganz einfach, das kann man nicht lernen, das muss immer ganz einfach gäbe sein. Und es ist schön, dass halt eben du jetzt ganz einfach zu dieser Truppe zuzählst, auch Kloppnummer bist. Ja? Und es war jetzt schön, dich kennengelernt zu haben. Und ich möchte mich vor allen Dingen hier bei unserem Team, bei Peter, Erhard und bei der Erika, ist alles jetzt ein bisschen viel, beim Simon und bei Peter Zeisler und all diejenigen, die jetzt hier mitgemacht haben, hauptsächlich bei euch, der Gewerbegesellschaft, dass ihr diese Sache dieser Zeit, wo wir ganz einfach es nicht so machen können, wie es sonst ist. Mir hat es sehr weh getan, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das ja mit meinem Traktor nicht fahren konnte. Aber ich habe gesagt, wenn ich die Tunke mache, fahre ich wenigstens mit dem Traktor hierher. Das habe ich gemacht und so steht mein Traktor da unten. Wenn jetzt einer von euch Lust hat, einen Arschensch Everweiser trinke, dann dürft ihr mit an den Traktor kommen. So, ich bedanke mich bei euch und das war's von eurem Kalli, eurem Eddy und zwar auch ihr von den Globe in Kloppenheim. Ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank, und das denke ich war's. Simon, ja. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank für die Teilnahme. Lieber Kloppenmann, Knappevater, wirklich Kloppenmann, jetzt. Das noch für dich, wenn du mit deinen Kerbemädels dann heute Abend. Noch zusammensitzt, könnt ihr noch eine Runde. Ah, da freut sich jemand. ja, wir übertragen gerade nicht live, das heißt, die Leute werden etwas zeitversetzt, wenn ich gleich nach Hause gerannt bin, das Video hochgeladen habe, dann dieses Event auch im Internet sehen. Ich weiß, dass sie zu Hause sitzen und mich auch alle anrufen. Es läuft nicht, ja, ich weiß, weil
Die Zeiteinstellung hat auf eine andere globale Zeit umgestellt. Das heißt, wenn es in diesem Land dann 14 Uhr ist, wird es dann auch ausgestrahlt. Aber das passiert halt manchmal in der Hektik. Ne? Man soll es ja tatsächlich nicht nachts um 3 sich überlegen, was wir machen können. Ich kann es jetzt auch der Fangemeinde durchaus mal sagen. Die Überraschung live für Kloppenheim wäre eigentlich gewesen der kleinste Kloppener Kerbezug. Und normalerweise wären wir jetzt mit unseren Freunden von der Jokosgarde aus Mainz-Kastell mit den Aktiven hier in einem kleinen Format als Überraschung für die Besucherinnen und Besucher, für die Kloppenheimerinnen und Kloppenheimer durchs Dorf unterwegs gewesen. Aber trotz eingereichtem Hygienekonzept, trotz Zusicherung, dass wir den Abstand halten, trotz Zusicherung, dass wir keine Vorankündigung des Zugs machen, dass wir einfach so wie jetzt, wo keiner damit rechnet, durch das Dorf laufen, hat uns das Gesundheitsamt, trotzdem es uns erst dieses Event genehmigt hatte, uns nachträglich gesagt, das birgt zu viele Risiken. Wir halten uns natürlich daran, was das Gesundheitsamt sagt und machen es dann nicht. Traurig und enttäuscht sind wir dennoch über diese Entscheidung, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das auch, wie wir die gesamte Kerb unter Covid-19 durchgeführt haben, auch dieses Event geschafft hätten. Aber nächstes Jahr kommen wir wieder, dann wird der Kerbezug dann doppelt so lang sein, weil dann baut allein die Kerbegesellschaft, glaube ich, 4 Motivwagen plus große Rollen und sonst irgendwas. Habt ihr mir versprochen, auch gestern Abend um 3. Ich weiß, also heute Morgen um 3. Ich weiß, wer auch noch alles dabei war. Anja Mauer, Sven Mauer, Lukas Etz. Waren alle dabei. Und nein, Spaß beiseite. Ich freue mich, dass die Kloppenheimer Kerb so gut angekommen ist. Freut euch im Laufe des heutigen Tages. Oder aber, wenn wir es nicht schaffen, spätestens morgen gibt es ein Aftershow-Video für euch zu Hause an den Bildschirmen. Wir sind einfach zugeschickt worden. Wir hatten darum gebeten, dass man uns Bilder davon schickt, wie ihr eure Kloppenheimer Kerb feiert, nämlich immer unter dem Motto nicht zusammen, aber immer gemeinsam, und Kloppenheim hat gemeinsam gefeiert. Das hat es gestern bewiesen und ich habe immer noch Gänsehaut, als der Jubel nach der Playback-Show wie so eine Laola-Welle durchs Dorf gelaufen ist. Und es war einfach ein phänomenal geiles Gefühl. Und wir versprechen euch, wir werden euch noch visuell daran teilhaben lassen in einem Aftershow-Video. Und wir machen jetzt noch einen ruhigen Kerbesonntag, haben wir ja sonst nie. Und freuen uns darauf, euch nächstes Jahr auf jeden Fall wiederzusehen. Nicht an den Bildschirmen, sondern hier auf der Gast. In diesem Sinne, Kloppenheimer Kerb 2020. Dankeschön, wir sind offline. Ja! Und ich glaube, da gab's Leber! Ja!